steigt die Temperatur auf über 25 Grad. Haben merkwürdige Männer ein Hausmittel parat. Sie entblößen, da hilft weder jammern noch beten. Schamlos ihre unteren Extremitäten. Es gibt Männer, die für Frauen alles ausprobieren, wie die viel zu große Liebe zu viel zu kleinen Tieren. Doch eins ist noch viel schlimmer als ein Pudel auf dem Schoß. Das Tragen kurzer Hosen ist würdelos. Pinke Polohemden und Socken in Sandalen bescheren mir im Sommer visuelle Qualen. Das wäre noch zu ertragen, doch obendrein leuchtet untenrum mein nacktes Männerbein. Oh, weggezupfte Augenbrauen, rasierte Unterarme, Tattoos von Miezekätzchen, groß wie eine Leuchtreklame. Doch eins versetzt der Männlichkeit den Todesstoß. Das Tragen kurzer Hosen ist würdelos. Würdelos, das Tragen kurzer Hosen ist würdelos. Das Tragen kurzer Hosen in jedweden Posen. Das Tragen kurzer Hosen mit schlabbernden Falten an runzligen Knien, auf die seit Monaten kein einziger Sonnenstrahl schien. Dazu fiese Besenreiser in dunkelviolett und als krönender Höhepunkt Knöchelfett. Was Männer manchmal tun, das ist echt schlimm, zeugt von miesem Geschmack oder von Nullbenimm. Doch ob alt, ob jung, ob reich, ob arm, ob klein, ob groß, das Tragen kurzer Hosen ist würdelos.